Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich meine weitere Fortsetzung zu meiner Beauty-Sammlung für dich. Und zwar geht es um meine Haare, also um meine Haarpflege, Haarpflegeprodukte und so weiter. Und am Ende gibt es auch noch eine kleine Verlosung. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich würde einfach mal sagen, ich fange an mit den Produkten, die ich wirklich aktuell im Badezimmer stehen habe, unter der Dusche stehen habe und die ich so verwende. Und was ich alles überhaupt so verwende, also was ich so benutze, um meine Haare überhaupt zu pflegen. Also zuallererst habe ich mir vor ein paar Jahren schon mal so eine Art Tangle-Teaser-Ersatz geholt. Der hier ist jetzt von For Your Beauty. Das sind halt einfach, der ist jetzt nicht sauber gemacht. Tut mir leid, den habe ich eben noch benutzt. Der ist einfach so mit diesen Gummibürstchen, sage ich mal, die halt hier unten nicht so noch Noppen haben. Das heißt, es fallen mir unheimlich wenig Haare aus. Das heißt, meine Haare bleiben lange, lange und brechen nicht ab, fallen nicht aus, keine Ahnung. Und ich finde, dass das hier mir sehr gut geholfen hat. Genauso auch. Dieser Trend, den ich auch nach wie vor mitmache, mit diesen Invisibobbles bzw. Telefonkabel-Haargummis, die habe ich immer. Da habe ich echt immer extrem viele von, weil die mir schnell halt auch ausleiern. Wenn die mir ausleiern, dann packe ich die halt in so ein warmes Wasserbad oder ein heißes Wasserbad, dann schrumpfen die wieder zusammen. Das kannst du aber auch nur eine gewisse Zeit lang machen, weil irgendwann sind die Moleküle in diesem Ding einfach dann so sehr angegriffen, dass es sich nicht wieder zurückverformen lässt und dann ist es einfach auf. Ja, und dann nehme ich halt das nächste. Also ich sag mal, so ein Invisibobble hält bei mir ungefähr einen Monat und das funktioniert ganz gut. Die sind halt freundlich, weil die sind sehr, sehr, sehr elastisch. Das finde ich sehr gut. Dann ist das Gute daran, dass du halt nicht dieses Metallmoped hast, womit ja diese Stoffgummis zusammengehalten werden. Und was auch gut ist, ist, dass die halt nicht aus Stoff sind. Weil die aus Stoff sind, sind bei mir halt das Problem, dass meine Haare sich dann irgendwann da drum wickeln. Und wenn du dann dein Haargummi rausnimmst, also gerade bei dem Bommel ist das immer so eine Sache, ne? Das wickelt sich halt schnell drum. Und wenn man das Haargummi dann so rausnimmt, was ich dann immer sehr unmotiviert mache, sage ich mal. Also ich mache das jetzt nicht irgendwie ganz vorsichtig oder so. Ich mache es einfach anziehen, wutsch, weg. Dann hast du halt schnell, dass deine Haare damit drin sind und dass sie die dann abbrechen oder abreißen vielmehr. Deswegen finde ich die sehr praktisch, denn da passiert mir das nicht. Da habe ich einfach vielleicht mal ein Haar dran, aber das war es dann auch. Und meine Haare wickeln sich nicht drum zu, weil die Oberfläche halt sehr glatt ist, ne? Und dadurch hält das alles besser. So, das ist für mich so diese Basis für meine Haarpflege, weswegen meine Haare überhaupt die Möglichkeit haben, lang zu werden und nicht brüchig zu sein. Und um meine Haarstruktur an sich zu unterstützen, zu pflegen, wie auch immer, verwende ich diverse Produkte. Das Problem ist, oder das Gute ist bei mir, ich weiß es nicht, Fluorozeug, ich weiß es nicht. Ich bin sehr friseurfaul. Das heißt, ich gehe vielleicht alle ein, zwei Jahre zum Friseur. Ich habe das ja schon mal erzählt. Es ist tatsächlich so, dass meine Tante mir meine Haare schneidet. Oder wenn es mich überkommt, dann gehe ich in der Stadt mal zum Friseur. Aber oft ist das wirklich nicht. Also wirklich nur alle ein, zwei Jahre. Aber ich muss auch nicht öfter. Also ich habe wohl mal ein bisschen Spliss oder so, aber du, wenn ich nach zwei Jahren zum Friseur gehe und da so ein Stück von abkommt, ist doch alles tutti. Weil normalerweise sagt man ja pro Monat einen Zentimeter. Funktioniert allemal. So, also, wir machen das jetzt einfach mal der Reihe nach, wie ich die Produkte so benutze. Achso, und was auch wichtig ist, ich färbe meine Haare nicht, ich föhne meine Haare nicht. Ich setze meine Haare auch wenig Hitze aus. Ich föhne sie, ja, im Sommer föhne ich sie nicht. Und so halt. Ne? Das heißt, ich benutze auch relativ selten, selten, selten. Also ich habe mir jetzt vor kurzem mal so einen Lockenstab geholt, weil ich mit euch zusammen meine Frisur machen wollte irgendwann. Und weil ich halt auch gerne so Engelslocken oder sowas habe. Aber normalerweise im Alltag benutze ich sowas nicht und deswegen sind meine Haare halt sehr gesund. So, wenn ich unter der Dusche bin, dann benutze ich ein Shampoo. Zuallererst, ist ja klar. Da habe ich jetzt aktuell das hier von Hask. Das habe ich im Sale bei DM gekauft und das ist irre gut. Also das habe ich auch noch nicht, ihr seht das ja, ne? Also es ist bis hierhin noch gefüllt. Ich habe es diese Woche erst in die Dusche gestellt. Ich finde es richtig geil. Also das macht meine Haare gut. Über den Kokosduft lässt sich streiten. Ich mag ihn nicht,
Aber wenn ich aus der Dusche komme und andere Produkte benutze, dann ist er auch weg. Beim Föhn habe ich den kurz noch da, aber dann ist er auch recht schnell weg. So, nachdem ich dann meine Haare schamponiert habe, abgewaschen habe, also ausgespült habe, benutze ich entweder direkt den Conditioner. Der ist jetzt auch von Haast, also das ist halt eine Zweierreihe, ne? Den finde ich auch sehr gut. Ich finde nur, dass das Produkt halt sehr fest ist und deswegen lässt es sich sehr schwer rausholen. Also ich bin da unter der Dusche wirklich immer sehr beschäftigt, dieses Kram da rauszukriegen. Das ist gar nicht so einfach, weil das einfach nicht runterkommen will. Ja, egal. Auf jeden Fall benutze ich dann entweder direkt den Conditioner oder ich benutze erst eine Haarmaske und mache mir danach den Conditioner rein. Diesen Conditioner muss man übrigens 1 bis 2 Minuten einwirken lassen, glaube ich. Ne? Ja, 1 bis 2 Minuten. Andere kannst du ja direkt ausspülen. So, also entweder benutze ich direkt den Conditioner oder ich benutze erst eine Haarmaske. Da habe ich aktuell die hier von Coco and Eve. Die kommt aus dem Adventskalender, dass ich mir die halt in die Länge mache und die dann einwirken lasse, solange wie sie einwirken muss. Und dann in den letzten 1 bis 2 Minuten der Einwirkzeit dann halt das Shampoo drüber, die Spülung drüber mache. Oh, jetzt kommt man hier ganz durcheinander, ich sage euch das. Dann gemeinsam ausspülen. Oder ich benutze halt nur den Conditioner. Genau. Oder ich benutze es halt so rum, je nachdem. Manchmal steht auf der Maske drauf, dass man erst das Shampoo, erst die Spülung benutzen muss und dann die Maske drüber machen muss. Kommt immer auf das Produkt an. Aber wenn nichts drauf steht, dann benutze ich erst die Maske bzw. die Kur, lass die einwirken und mach dann am Ende die Spülung drüber, auch über die Länge nur. Also bei mir ist das Problem, dass ich ja tatsächlich auch jeden Tag meine Haare waschen muss, weil meine Haare das anders nicht verkraften. Ich habe das mal versucht, auch irgendwie anders, aber es funktioniert bei mir nicht. Auch mit Trockenshampoo. Ich komme damit einfach nicht klar, ich krieg's nicht hin. Keine Ahnung. Ich werde es immer mal wieder versuchen, aber ich finde es jetzt im Winter ein bisschen schwieriger. Im Sommer finde ich es etwas leichter, wenn man vielleicht auch mal ein bisschen Urlaub hat oder so. Aber auch da, ne, machst du nicht so gerne eine Fettkur, das ist nicht so angenehm. Ja, deswegen ist es halt so, dass ich sehr oft halt meine Haare wasche, genau, und sie dann dementsprechend auch self-fulfilling prophecy, ne, schnell nachfetten. Also es ist jetzt Abend und ich merke, dass ich definitiv wieder Haare waschen muss, ne? Also die sind schon strähnig. Es ist einfach Abend und ich muss wieder duschen, das ist einfach so. Wenn ich dann aus der Dusche raus bin, muss ich meine Löwenmähne ja irgendwie bändigen, weil ich komme da nicht normal durch. Ich möchte ja auch nicht, dass meine Haare durch das Kämmen abbrechen. Da benutze ich dann immer eine Sprühkur, meistens von Glisco, weil ich die einfach unheimlich gerne mag. Aktuell habe ich hier diese Winter Repair in Verwendung. Finde ich richtig gut, macht meine Haare wunderbar leicht kämmbar. Und ja, es ist eine Express-Repair-Spülung. Manchmal steht da auch drauf Sprühkur oder so. Das ist mir persönlich relativ schnuppe, was da drauf steht. Hauptsache, es macht, dass ich meine Haare durchkämmen kann. So, die habe ich wie gesagt in Verwendung. Riecht wirklich, wirklich gut. Sehr cremig, sehr kuschelig. Weiß ich nicht, so riecht das halt. Ne? Das ist schwer zu beschreiben. Leicht parfümiert, aber sehr angenehm. Übrigens, die Coco and Eve Haarmaske roch auch enorm gut. Etwas süßlich, aber auch schön parfümiert. Also die mag ich auch richtig gerne. So. Wenn ich dann die Sprühkur reingemacht habe, mache ich mir dann in die Länge noch ein Pflegeprodukt rein. In dem Sinne habe ich das aktuell von Balea. Das ist so ein feuchtigkeitsspendendes Haarmilchgedöns. Ja, eine Haarmilch ist das. Die ist mit Mangoduft, das kann ich bestätigen. Das riecht dann sehr frisch nochmal unten in den Spitzen. Anti-Trocken-Effekt und ohne Silikone. So ein Produkt würde ich niemals im Sommer verwenden. Das verwende ich nur im Winter, weil da meine Haarspitzen enorm trocken sind und ich das deswegen halt brauche. Genau. So, deswegen ist das auch in meiner Haarpflege-Routine, wie auch immer, mit drin. So, das sind dann tatsächlich auch die Produkte, die ich ausschließlich so für meine Haare benutze. Mehr benutze ich wirklich nicht. Ich tausche natürlich die einzelnen Produkte aus, wenn sie aufgebraucht sind. Dann benutze ich anstatt von so einer Haarmilch vielleicht auch mal ein Haaröl oder so für die Spitzen. Aber in der Routine an sich ändert sich nichts bei mir. So eine Haarkur, Haarmaske, wie auch immer, benutze ich alle 3 Tage. Ja, so 2, 3 Mal die Woche benutze ich die tatsächlich, weil ich das einfach brauche. So, die Haare sind einfach zu trocken. So, dann gucken wir einfach jetzt mal meine Kisten durch. Ich habe hier 3 Kisten stehen. Das ist einmal Shampoo, das ist einmal Spülung und das ist einmal Hair, heißt das einfach. Also sonstige Haarprodukte, würde ich einfach mal dazu sagen. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit meinen Shampoos.
ich habe in meinen Backup-Kisten nicht ultra viel Shampoo oder sowas. Ne? Es geht wirklich, es hält sich in Grenzen, weil ich darauf achte, dass ich mir dann auch wirklich nicht unbedingt allzu viel nachkaufe. So, in einem Adventskalender hatte ich hier von Jill Sander Sun, ja, ein Shampoo mit drin. Das riecht original wie das Parfüm. Es ist unheimlich, unheimlich toll. Ich liebe es einfach. Das ist Hair and Body Shampoo. Also ich könnte das auch als Duschgel benutzen, aber ich werde es als Shampoo benutzen. Und ich liebe den Geruch. Es ist schön süß und es riecht einfach mega nach dem Parfüm und ich freue mich drauf, das zu verwenden. Das ist unheimlich toll. Und da steht jetzt nicht irgendwie drauf, ob das Feuchtigkeit spenden sein soll oder keine Ahnung. Ne? Das ist einfach nur das passende Shampoo zum Parfüm, damit der Parfümduft quasi, wenn man ihn auf dem Körper hat, einfach nochmal verstärkt wird. So, dann habe ich hier zweimal von Isana ein Shampoo mit dabei. Die hatte ich mir auch mal in meinem Rossmann-Haul mit meiner Mom zusammengeholt, glaube ich. Oder mit meiner Oma. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es eine mit Arganöl und Pflaumenkernöl. Das ist quasi Oil Care. Das soll die Haare in dem Sinne feuchtigkeitsspendend unterstützen. Genau. Ja, für extrem strapaziertes und trockenes Haar. Ne? Hat mich vom Packaging auch ein bisschen an John Frieda erinnert. Und das wollte ich auf jeden Fall dann auch mal testen, weil ich auch die passende Spülung habe. Beziehungsweise, nee, dazu nicht die Spülung, aber zu dem anderen. Sie riecht wirklich frisch nach Mango. Ne, aber das soll sie eigentlich gar nicht. Aber nach Pflaume riecht es jetzt nicht. Egal, ne? So, dann habe ich hier das Farbglanz-Shampoo. Das ist für blondes und blond koloriertes Haar. Ich habe blondes Haar. Ich habe zwar kein koloriertes Haar, aber das wird dann in dem Sinne ja meine Farbintensität verstärken, hoffe ich. Achso, das ist mit Sonnenblumen- und Kamillenextrakt. Ach, das fand ich auch ganz toll. Sonnenblumenextrakt. Das riecht deutlich süßer. Also ich würde sagen, dieses Oil Care ist fruchtig und das Farbglanz-Shampoo ist süß vom Geruch. So, als nächstes habe ich hier von Ghul. Ich weiß nicht, ob ich das in der Box hatte oder ob ich mir das selber gekauft habe. Weiß ich wirklich nicht. Repair and Balance Shampoo mit Manuka-Honig und Milch für strapaziertes, geschädigtes oder trockenes Haar. Habe ich alle drei. Dementsprechend ist das auf jeden Fall was, was ich gerne verwenden werde. Dazu habe ich auch noch die passende Spülung gleich. Ja, das riecht auch geil. Oh, das riecht richtig geil nach diesem Honig. Richtig sanft. Und das ist auch was, was ich jetzt demnächst verwenden werde. Demnächst ist gut. Also, wenn halt mein Kokosnuss, mein Haarsk leer ist, dann werde ich das von Ghul auf jeden Fall verwenden. So, als nächstes habe ich dann von Schauma die Honigcreme. Das ist ein Aufbaushampoo, intensive Nährpflege und Kraft mit wertvollem Honigextrakt für brüchiges und sprödes Haar. Und ja, das alles habe ich jetzt aktuell nicht, aber das werde ich ja irgendwann kriegen, vor allem im Sommer, wenn dann quasi diese Sonne das Haar schädigt, dann wird man das sehr gut brauchen. Und das auch, oh, riecht auch wieder sehr gut nach Honig. Ich mag Honig. Honig ist ein ganz toller Duft. So, und als letztes habe ich aus dem Tauschpaket von der lieben Cindy ein Pfirsich-Shampoo, was ich persönlich eher so im Sommer tragen würde. Ja, weil das halt sehr nach Pfirsich riecht und das ist für jedes Haar mit Vitaminkomplex und ist mild zur Kopfhaut und solche sehr, 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 sehr fruchtigen Pfirsich-richtungsmäßigen Düfte nehme ich dann lieber im Sommer. Da mag ich es dann auch gerne frisch auf meinem Kopf. Da muss es nicht viel Pflege sein, da kann es einfach frisch sein. So, das waren die Shampoos. Gehen wir weiter zu meinen Spülungen. Da habe ich zuallererst das Coconut Kiss mit Shampoo und Spülung. Auch das habe ich aus einem Tauschpaket. Das ist so ein, oben ist das Shampoo, unten kommt die Spülung raus. Und ja, gucken wir mal. Also ich werde es verwenden. Kokos und ich werden ja immer mehr ein bisschen Freunde, aber ja, nicht die besten, ne? Aber ich werde es auf jeden Fall mal austesten. Ich finde das eigentlich eine super Sache zum Verreisen, aber ich verreise ja relativ selten. Also von daher werde ich es nicht zum Reisen verwenden. Dann habe ich hier noch, wie eben schon angekündigt, von Isana die passende Spülung zu dem Shampoo. Das ist Blond und Glanz mit Farbpigmenten, mit Sonnenblumen- und Kamillenextrakt ohne Silikone für blondes und blond koloriertes Haar. So sieht es aus, sehr, sehr ähnlich. Es ist halt nur eine matte Verpackung, das andere war ja eine glänzende.
Und das hat keinen starken Geruch. Also, das riecht ganz gut, aber nicht noch viel. Es riecht halt dezent. Ein bisschen dieses Fruchtige hast du, aber nicht viel. Dann habe ich mir von Herbal Essences einfach aus nostalgischen Gründen das Farbschutz Color Safe Ignite My Color Pflegespülung mitgenommen. Ich habe damals so, so gerne Herbal Essences verwendet, weil ich diese Werbung als Teenager so geil fand. Ja. Ne? Womit ist das? Mit Rosenessenz. Oh, das hat diesen typischen Herbal Essence Geruch. Und dann auch dieses Rose mit dabei. Mag ich gerne. Richtig geil. Dann habe ich noch von Ghoul diese Tiefenaufbauspülung. Das ist die passende, die ich zu dem Shampoo, was ich euch eben gezeigt habe. Das ist mit Monoiöl, Keratinkomplex, regeneriert das Haar von innen und bietet effektiven Schutz für seidige Geschmeidigkeit und extra leichte Kämmbarkeit. Läuft. Für beanspruchtes, strapaziertes und geschädigtes Haar. Genau. Das ist passend zu dem Shampoo von eben, also, ne? Sehr gut. Und die hier hatte ich jetzt. Hey. Nichts passiert. Und die hatte ich jetzt letztens in meiner Brigitte-Box mit drin. Genau. Die habe ich halt noch nicht ausprobiert, ne? Syoss Renew 7 Spülung, verbesserte Kämmbarkeit, Tiefenreparatur für 7 Zeichen von Haarschäden, für vielfach geschädigtes Haar. Ja, das kann auch nur gut sein. Ja, und das hat den typischen Syoss-Pflegegeruch, also sehr sanft, sehr dezent, aber halt, ne, eine Riesenpulle. Und auch die ist mit in meiner Sammlung. Ja, also im Prinzip sind das ja eher meine Backup-Produkte und weniger meine Sammlung, weil ich sammle halt nicht bewusst irgendwie Haarpflegeprodukte oder so. Ich bekomme sie, sie landen bei mir. Ab und an überkommt es mich, man kauft einfach irgendwas, weil. Das steht im Laden, das riecht gut, das sieht hübsch aus. Und dann denkt man sich, ja komm, nimm sie mit, kostet ja nicht viel. Ne? Das hat man dann bei Shampoo und Duschgel und so eher als bei, ja, Parfüm oder so. Ne? Das nimmst du nicht mal eben so mit. Ja, und deswegen, ne? Ich versuche das alles aufzubrauchen. Ihr seht ja in meinen Aufgebrauch-Videos, dass ich auch nicht wenig Haarpflegeprodukte benutze. Weil ich sie einfach auch brauche, weil ich lange Zotteln habe und sie jeden Tag wasche und viel Pflege brauche und ich muss mich nicht rechtfertigen, habe ich gelernt. Ich tue es nicht mehr. Ein Karton habe ich eben vergessen zu erwähnen und zwar sind das natürlich meine Haarmasken. Sind auch nicht so viele, aber ich zeige euch die einfach mal. Hier habe ich von Seventh Heaven Pulped Papaya Rescue Mask. Die war in einem Tauschpaket mit drin. Ich habe die andere, die ich da auch im Tauschpaket mit drin hatte, tatsächlich schon getestet. Das werdet ihr dann auch demnächst, glaube ich, in meinem Aufgebraucht-Video sehen, falls ich das nicht sogar schon gezeigt habe. Auf jeden Fall, bei der letzten war das Problem, dass meine Haare so schnell nachgefettet haben. Also richtig schnell, ne? Nicht so später mal, sondern das kam wirklich enorm schnell. Also da war ich wirklich ein bisschen schockiert drüber. Aber die wollte ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ja, die ist auch für die Haarwurzeln. Das heißt, man kann sich das auch wirklich angeblich mit auf die Kopfhaut geben. Und das soll einen Schein in die Haare geben und ist für schlaffes und lebloses Haar. Steht hier drauf, kann ich nichts für. Also adds deep shine und for dull lifeless hair. Genau, ja. So. Und hier hinten die Ladies, die haben das auch alle direkt auf dem Kopf, also auch auf der Kopfhaut. Also gehe ich davon aus, dass ich das auch machen kann, sonst gebe ich mir das ja nur in die Spitzen. Das hier kommt aus dem Glossybox Adventskalender. Ich finde den Geruch nicht so geil. Also immer wenn ich diese Box aufmache, riecht es danach. Ne? Es ist nicht so meins. Das ist von Refibra Haircare, glaube ich, von Elgon. Ich weiß nicht, ich kenne die Marke nicht. Ne? Ja, das ist einfach eine Maske, die machen soll, dass deine Haare wieder heile werden. Restoring Mask. Also das Ding ist noch richtig zu. Aber allein die Verpackung riecht schon so komisch. Das riecht nach verwelkter Blume. Irgendwie. Also es hat auch so einen leicht säuerlichen Unterton. Das ist irgendwie so ein bisschen. Ich bin gespannt, wie es riecht, wenn es auf den Haaren ist. Das muss ich demnächst tatsächlich mal verwenden. Vielleicht sogar als nächstes nach der Coco and Eve Maske. Aber ich mag den Geruch jetzt nicht so gerne. Mal gucken. So, dann habe ich hier auch aus einem Tauschpaket von Swiss Opal noch zwei drin. Das ist einmal die Kokosmilch-Haarkur. Ja,
Ne? Ich finde die Verpackung halt sehr unpraktisch, aber das macht auf jeden Fall, was es soll. Und hier habe ich nochmal für trockenes, strapaziertes und glanzloses Haar mit Arganöl eine Haarkur. So, dann habe ich auch noch in einem Tauschpaket drin gehabt von Isana die One-Minute-Soforthilfe-Kur mit Arganöl und Cranberry. Auch die wird sehr bald mal verwendet werden. Ich versuche vor allem die kleinen Proben, sage ich mal, oder die kleinen Packungen sehr, sehr bald aufzubrauchen, weil die einfach irgendwann Platz wegnehmen. Und die Verpackung nimmt mehr Platz weg als das Produkt an sich, würde ich mal so behaupten. So, und dann habe ich hier noch Schadenlöscher von Fructis Garnier. Seidige Versiegelung, Dreifachschutz, Anti-Haarbruch, Anti-Hitze, Anti-Frizz für stark geschädigtes Haar. Auch das, ja, war, glaube ich, in einem Tauschpaket. Ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Riecht aber wirklich gut. Ja, aber ich weiß jetzt nicht warum. Da steht jetzt nicht dran, dass es mit irgendwas speziellem Aktivfruchtkonzentrat. Doch, steht hier wohl drauf. Genau, ne? Also das riecht fruchtig, das riecht ein bisschen säuerlich, aber es riecht gut. Und auch darauf habe ich Bock, das zu benutzen, weil ich hatte davon das Leave-In, also das für nach der Dusche und fand das richtig gut. Das hatte ich nämlich damals von der lieben Cindy im Tauschpaket gehabt. Und ja, ne? Auch das habe ich Bock drauf. So, das waren tatsächlich auch schon die Masken. War nicht viel, weil ich versuche nicht so viel zu horten, was das angeht, weil, nee. Macht gar keinen Sinn, finde ich irgendwie. So, hier wächst der Stapel, ne? Und jetzt kommen wir zu den Backup-Produkten, die ich nach der Dusche verwende. Da habe ich mir einmal von Botanicals Fresh Care dieses, das ist übrigens von L'Oréal Paris, das habe ich jetzt auch letztens erst gesehen. Das ist eine Koriander-Stärke-Kur. Die hatte ich als kleine Probe mal in einer Box und habe es mir danach gekauft, weil das so gut war. Meine Güte, ist das Zeug geil. Verpackungstechnisch bzw. anwendungstechnisch finde ich das ein bisschen blöd, weil du hier halt eine Pipette hast. Das finde ich doof. Ich hätte es lieber gehabt, wenn es in einem Pumpspender gewesen wäre, ne? Aber es ist, wie es ist. Sehr intensiver Geruch, extrem Koriander. Also wenn du keinen Koriander magst, verträgst oder sonst was, lass die Finger davon. Aber die gibt es auch noch in anderen Geruchsrichtungen, glaube ich. Und das ist gutes Zeug. Gutes Zeug in einer interessanten, sehr milchigen Farbe. Ich zeige es kurz nochmal. Lass es mal kurz runtertropfen. Ne? Ihr denkt euch selber euren Teil, glaube ich. Wir sind ja alle alt genug. Dann habe ich hier noch ein Backup von meiner Gliss-Kur-Sprühkur. Beziehungsweise, das ist auch wieder eine Express-Repair-Spülung. Ja. Im Prinzip ist es mir persönlich relativ schnuppe mit, was dieses Produkt ist. Es hilft. Es hilft einfach und es erleichtert mir mein Leben sowas von. Das ist jetzt sofortige Kennbarkeit und natürlicher Glanz für sprödes, glanzloses Haar. Ohne Ausspülen. Verflüssigte Nutri-Seide. Ne? Ja, es riecht einfach pflegend. Bisschen rosenmäßig hast du noch was mit dabei, ne? Aber ganz ehrlich, nach dem Föhnen ist der Duft von dem eh verschwunden. Da kommt dann vielleicht noch der Duft von dem Shampoo durch, aber den Duft, den, da hast du nicht lange was von. Dann hatte ich hier in einem Tauschpaket mit drin von Schwarzkopf Gatobi Größenwahn ein Ansatzboost-Spray. Das wollte ich tatsächlich auch irgendwann mal ausprobieren. Ich traue mich nur nicht wirklich, ne? Ich habe immer Angst, mir irgendwas auf meinen Ansatz zu sprühen, sei es irgendwie ein Trockenshampoo oder so ein Ansatzbooster. Naja, genauso wie diese Föhnlotion, die ist von Aiko. Ja, die soll Volumen geben und die habe ich auch. Das ist mit Hitzeschutz. Das wollte ich dann eher so für den Sommer nehmen, einfach als Hitzeschutzspray und dann ohne Haare föhnen. Mal gucken. Auch das habe ich aus einem Tauschpaket oder Trashpaket von Herr Dr. Ein Zweiphasen-Thermo-Conditioner. Da habe ich mir gedacht, naja, das ist doch garantiert so was wie eine Sprühkur. Lässt sich dann bestimmt auch genauso verwenden. Und als letztes habe ich hier noch aus einem Adventskalender von NYX dieses Öl. Das ist für Körper, Gesicht und Haare. Und ich werde es für meine Haarspitzen verwenden. Ich hatte das letztes Jahr im Sommer mal verwendet und das war richtig geil. Deswegen werde ich das jetzt auch als Sommerprodukt eher so einstufen. Das war auch meine Aftershower-Sammlung, sage ich mal, oder Backup-Box.
So, kommen wir zur Verlosung. Und zwar kann einer von euch dieses Paket gewinnen, was ich euch jetzt zeigen werde. Einfach dafür einmal in die Infobox schauen. Da steht drin, wie lange die Verlosung geht, wie man teilnehmen kann und so weiter. Ne? Einfach mal vorbeischauen. Da habe ich zum einen von Schauma eine Spülung reingemacht. Und zwar die Repair and Pflegespülung für strapaziertes und trockenes Haar. Das ist mit Shea Butter und Kokosextrakt. Das ist tatsächlich eins der wenigen Shampoos, wo ich Kokos mag. Das riecht unheimlich gut, ist mega pflegend, hat meine Mama damals immer, immer, immer uns empfohlen. Also wir hatten immer zu Hause Schauma, deswegen Schauma. Und weil es einfach eine gute Marke ist, die viel zu sehr unterschätzt wird. So, deswegen darf das mit rein und es ist auch sehr pflegend. Dann packe ich euch rein von Douglas eine Hair Protein Repair Intensive Mask mit Almond. Also mit Mandel und mit Shea Butter. Die habe ich auch schon ausprobiert und die fand ich auch richtig gut. Kann ich euch sehr empfehlen, so für die Längen und so ist es unheimlich gut. Dann packe ich euch noch ein Mini-Trockenshampoo von Batiste mit rein. Trockenshampoo und Anti-Frizz für krauses oder widerspenstiges Haar. Und auch das wieder mit Kokosnuss. Aber es ist einfach Trockenshampoo und ich benutze kein Trockenshampoo. Und ich hatte das mit in der Box und ich benutze kein Trockenshampoo. Und weil ich kein Trockenshampoo benutze, darf es weiter wandern. So, und jetzt kommen wir zum Herzstück der Verlosung. Das ist dieses Produkt. Ich wollte das auch mal mit euch austesten. Ich habe tatsächlich auch noch zwei Stück davon. Ja, das ist einfach so, dass du dir diese Dinger in die Haare ziehst. Ich weiß nicht. Ach, hier hinten sieht man sogar ein Bild, ne? Das nimmst du auf so einen Stab, der mitgeliefert wird, dann ziehst du eine Strähne dadurch, machst dann quasi die Haare damit rein und dann kannst du dir die Haare entweder ansprühen und dann föhnen, ne, dass du quasi dir die Locken reinföhnst, während diese Plastikdinger noch drin sind. Oder du schläfst damit oder wie auch immer, ne? Also das ist sehr, sehr witzig. Das wollte ich auch mal demnächst mit euch austesten. Ich habe ja noch zwei Stück davon hier. Und ja, das dritte, was in diesem Ultra-Pack, was ich gekauft habe, drin war, gebe ich dann gerne an einen von euch weiter. Ja, den Link dazu setze ich euch aber auch nochmal unten in die Infobox. Dann könnt ihr euch das selber nochmal anschauen, wenn ihr möchtet. So, und das letzte, was ich noch mit reinpacke, ist hier von Clinique ein Gutschein. Den hatte ich in einer Box mit drin. Ich lese es mal eben kurz vor, was hier drauf steht. Gutschein für zwei Beauty-Behandlungen bei Ihrer persönlichen Clinique-Consultant. Gültig bis zum 31.03.2019. Hier habe ich auch nochmal mit diese Liste, wo halt drauf steht, ja, wo es überhaupt einen Clinique-Counter gibt. Finden Sie Ihren passenden Moisturizer individuell abgestimmt auf die Bedürfnisse Ihrer Haut. Und das zweite, passend dazu gibt es die perfekt pflegende Foundation für einen Glowy oder matten Turn nach Wunsch. Das erste dauert irgendwie 10 Minuten, das zweite 15 Minuten. Zusätzlich erhalten Sie gratis unseren Bestseller in Originalgröße, Take the Day Off Make-up Remover for Lids, Lashes Li and Lips im Warenwert von 21,50 €. Genau. Kann ich jetzt auch in die Kamera halten, weil da kein Gutscheincode oder so drin steht. Das heißt, dieses Ding muss man halt in Original vorlegen und genau, kann dann hier bei diesen Countern, die hier so draufstehen, das entsprechend machen lassen. So, hier sind die ganzen Produkte drin in dieser Box und was du dafür tun musst, schreibe ich dir unten ganz einfach in die Infobox. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich extrem drüber freuen. Ich bin immer so, so glücklich über den ganzen Support, den ich hier so bekomme und finde es dann ganz schön, wenn ich eine Verlosung machen kann und damit einfach mal Danke sagen kann. So, das finde ich ganz schön. Dass so funktioniert hier und alle auch so lieb und nett sind und ja, und respektvoll finde ich auch immer sehr wichtig. Also von daher, ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Beauty-Sammlungsvideos, die ich gemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!